Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von No Place Like Home. Weiter geht's, es ist unfassbare 5 Tage tatsächlich her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Also seht es mir bitte nach, falls ich, dieses Hühnchen. Falls ich, alles falsch mache. Und nicht mehr weiß, was ich zu tun habe. Ich glaube, dass ich 5 Tage nicht, ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Okay, Batteries kann man mitnehmen. Du möchtest alles Tierfutter haben. So, rechte Maustaste, was ist? Okay. Die Statue stört auch ein bisschen, oder? Muss ich aber wegnehmen. Was ist das denn? Oh. Müll. ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Aber wir werden wir schon hinkriegen. Ich habe ein super volles Inventar, aber auch super viel Platz. Holy shit, habe ich viel Platz, bitteschön. Das Gute ist ja, wir haben eine Questlog. Und ich weiß, Salat fertig. Ah, das ist ein bisschen mehr fertig. Na gut, müssen wir mitnehmen. Tatsächlich werden wir die mal kurz mitnehmen. Es gab auch zwischendurch Hotfixes. Es wurden diverse Fehler bereinigt. Witzigerweise, warum kann ich das hier anmarkern? Oh, ich kann den Samen mit rausnehmen. Das will ich natürlich nicht haben. War schlecht. Okay. Aber neue Samen natürlich reinpacken, ist klar. Schauen wir mal. Aubergine. Die habe ich dann gepackt, um sie einfach anzupflanzen. Ne? E-Mais ist wichtig. Ich glaube, Aubergine war erstmal wichtiger. Und was, irgendwas wollten wir damit letztens machen. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Ah, wir pflanzen einfach ein. Genauso wie Mais. Hier unten war noch irgendwo was. Da ist noch was. So, perfekt. Dann lassen wir das einfach mal wachsen. So. Tierfutter haben wir hier. Ich habe, na, ich habe aber echt super viel Platz momentan. Das passt schon. Wir brauchen da nichts anderes. So, hier haben wir... Okay, scheinbar sind die alle wieder gewachsen. Na super, dann kann ich sie nämlich gleich alle in die Fruchtmaschine reinpacken, ne? Ist, glaube ich, gerade ein neuer Tag geworden? Nee. Sonst würde der Honig hier sein. Alle Äpfel da? Na klar. Let's go. Wenn wir nicht alle mal mitnehmen, ist das schon okay. Hauptsache, wir haben die meisten. Ach, jetzt ist die Orange haben wir auch noch da drüben. Die dürfen wir nicht vergessen. Auch die Orangen wollen geerntet werden. Ich glaube, mit Essen haben wir jetzt nie wieder Probleme, oder? Habe ich das Gefühl. Irgendwas an den Lamas haben sie geändert. Die haben auf jeden Fall, ja gut, viele Dinge auch, von denen ich noch gar nicht profitiere. Weil ich da noch gar nicht bin. Sie haben auf jeden Fall das mit der Stamina auch verbessert. Irgendwas haben die da gefixt, ich weiß nicht genau. Teilweise konnte ich... Oh, okay. Teilweise konnte ich ja gar nicht rennen. Das war ein Bug gewesen, den sie gefixt haben. Okay. Baue ich Marmelade oder kann ich das auch da reinpacken? Kann ich auch hier anpacken, perfekt. So. Ah, wird einiges werden. Da 1000. Ah ja, stimmt, dahinter habe ich ja auch noch eine Maschine. Nee, Kürbisse bin ich gerade nicht so drauf, die zu verballern. Die Maschinen sind auch alle leer, perfekt. So muss es sein. Nochmal 4000. Schrott haben wir echt noch genug. Aber wir werden jetzt auch Hohle. Wir können auch Reifen und so können wir auch benutzen. Samen haben wir, ein bisschen Salat haben wir hier, ein paar Kürbisse, Pumpkins. Okay. Quest sagt, erstmal speichern, würde ich sagen. Schon wieder 5 Minuten am Rumquatschen, nichts machen hier. Ja, den brauchen wir noch. Dann müssen wir noch woanders suchen. Das kriegen wir schon hin. Es ist schade, dass wir da nicht hinkommen. Ja, weil er hier stünde. Vielleicht ist er woanders, kann auch sein. Hier auf der Farm, den ich dann vielleicht noch nicht gesehen habe. Gut, was haben wir hier? Und hier wollte ich eben einen Apfelkuchen backen.
Peperonata hatten wir schon. Einen Apfelkuchen kann ich noch gar nicht. Interessant. Alles klar, auch das ist noch nicht. Dann müssen wir jetzt da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar abgeschiedene Hügel. Hier? Ich glaube ja, ne? Aber ich weiß nicht mehr genau. Wo sind wir denn stehen geblieben? Die eine Seite haben wir erledigt, die rechte Seite unten rechts. Das haben wir erledigt. Bin ich auf der linken Seite vollständig rübergelaufen? Da müsste ich ja bis da hinten hinlatschen, oder? Waren wir da nicht schon? Kam ich da hin? Oh, ich weiß es nicht mehr. Oh. Was ist das? Warum ist hier wieder neuer Müll? Finde ich aber nicht schön. Aber ist gut, ist nämlich die richtige Richtung, glaube ich, ne? Hier müssen wir langlaufen, ja. Oder ist das Harold? Müssen wir zu ihm? Schwierig. 5 Tage nicht gespielt. Kein Wissen mehr. Ah ja, da sind wir in der Quest. Oder auch nicht. Ihr Mais fürs Schweinestall-Upgrade. Mario-Macher. Nee, will ich nicht haben. Super. Oh, das will ich haben. Ah, ist unwichtig. Das ist auch unwichtig. So, der Rest wäre ja. Ich muss da hinten hin. Die Seite habe ich schon erledigt. Das war die. Der eine Boss dort, ne? Das heißt, jetzt muss ich da hinten lang. Habe ich Karotten dabei? Na komm. Danke. Mal ein bisschen die Tiere füttern, ne? Damit ich sie mitnehmen kann. Sofern noch Platz ist. Ah, perfekt. Hier bin ich gewesen, das weiß ich, aber ich bin doch der Meinung, hier haben wir aufgehört. Weil es nicht mehr weiterging. Hier brauche ich erstmal den Rehstall. Mhm. Ja, hier habe ich aufgehört, ne? Stimmt, hier. Ah, hier bin ich gestorben, kann das sein? Bin ich gestorben? Weil hier doch noch ein paar Gegner waren. Oh, under construction. Oder was ist hier? Ah. Ah, die Rehhütte wahrscheinlich, ne? Oh. Kann das sein? Aua. Schon fertig? Ich brauche 10 Orangen, 10 Paprika. Okay, muss ich mir merken. Vielleicht hätte ich mal durchlaufen sollen, um den Checkpoint zu kriegen. Ne? Kann das sein, dass da ein Checkpoint ist? Auf der Seite? Oder war ich da schon drüben? Bruder! Spannt euch mal! Okay, nacheinander killen, ne? Aufsaugen müssen wir ihn. Kein Checkpoint, okay. Ja, Feiglinge. Wo sind die? Da drüben. Feiglinge, echt. Okay. Das war alles perfekt. Wir brauchen trotzdem... Ich hätte gern einen Checkpoint gehabt. Wart nix. Erstmal gehen wir wieder zurück. Okay, wir wissen, wo es weitergeht. Ich bin hier scheinbar, denke ich, gestorben, ne? Das ist eine Möglichkeit. Das wäre eine Option. Ich will mich nicht festlegen. Auf jeden Fall mal das Deerhaus, das ist super. Das heißt, ich muss jetzt noch 10 Orangen, 10 Paprika, habe ich beides da, muss ich halt nur holen. Also ich hoffe, ich habe es da. Deswegen darf man auch sowas nicht verkochen. Nur verkochen, was du ununterbrochen einfach so kriegst, dazu kriegst, ne? So Apfel, Orange. Da ist noch eins an der Wand. Ja, alles andere zu verkochen ist irgendwie nicht so geil. Alter, der rülpst mir die ganze Zeit ins Ohr, ne? Das ist voll eklig.
Du Wildtier, du. Was ist nichts drin? Kurz mal reinsaugen hier. Oh, wieder eine Feder. So muss es sein. Wenn wir unseren Inventar nicht sonst vollmüllen können, womit denn sonst, wa? Mit Feder natürlich. So, wunderbar. Auch das erledigt. Den Rehen müssen wir noch helfen, das kriegen wir aber hin. Oh, Hallöchen. Eine Kiste. Ein Zen-Garten. Aber den brauche ich gar nicht. Oh. Kann ich die jetzt schon reinholen? Nee, ne? Nee. War nur ein erstes Set, da fehlt irgendwie noch was. Ich weiß noch nicht, warum ich da Futter hinlegen muss. Wenn ich sie dann doch separat wahrscheinlich nochmal füttern muss. Denke ich. Das erschließt sich mir noch nicht ganz. Aber tatsächlich würde ich gerne das Zeug gerade mal holen, ne? Aber gerne, wenn wir den nächsten Checkpoint haben. Kann das zu lang zu laufen. Weil so lang war das, glaube ich, gar nicht. War, glaube ich, gar nicht so weit weg. Sah nur so weit weg aus. Gut, wir haben es abgesaugt alles. Dann lass uns doch mal kurz die Schnellreise. 10 Paprika, 10 Orangen. Das ist ein neuer Tag gewesen. Könnte sein, dass hier was neu gedingst wurde. Neu gewachsen ist. Mhm. So. 10 Orangen, 10 Paprika. Oh, die haben Eier gedroppt. Straußeneier. Paprika haben wir. Und Orangen. Ah, ich weiß, was das Problem ist. Ich habe keinen verdammten Orangenbaum. Da, ja, der wächst doch noch, ich Depp. Okay, wir hoffen, wir eine neue Feder, die wir auch reinpacken können. Da. Ah, manchmal bin ich auch ein Dussel, ey. Ja. Ja, so muss es sein. So, oh. Ja, ich fände es schön, wenn ihr auch automatisch... Oh, ich will dich gar nicht füttern. Habe ich gerade 5 Dinger? Oder... Achso, ist das vielleicht, wie viel ich habe? Vielleicht brauchen die gar nicht... Auch nicht 2, sondern einfach nur 1. Aber ich habe 2 gehabt vorhin. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben wir Straußeneier, Enteneier natürlich. Naja, die brauchen tatsächlich 2. Das heißt, das Entending braucht 5. Der Cheating. Aber ich habe auch gelesen, weil mich das natürlich interessiert hat, dass man aus verschiedenen Sachen Tierfutter machen kann. Man muss nicht unbedingt eine Kartoffel nehmen. Man kann auch, ich weiß gar nicht, Marmelade zum Beispiel. Was steht da? Ah, weil es kein Tierfutter dafür... Ah, okay, verstehe. Lass uns mal 20 Marmelade, weil es gibt aus einigen Dingern halt wahnsinnig viel Tierfutter. So, 20 oder so aus einem. Jetzt haben wir 80 davon. Jetzt haben wir 80 Tierfutter. keine Ahnung wo. Da. Damit können wir sie theoretisch füttern. 10, ne, die werden schön gefüttert. Das ist super. Dann muss ich nämlich das nicht machen. Aber bei dem ist es eigentlich egal. Ich glaube, das Schwein kann ich noch nicht einpacken, weil es noch nicht geupgradet ist, ne? Ja. Okay. Also, man muss nicht Kartoffeln nehmen. Man muss nicht immer einzelne nur machen, sondern man kann halt tatsächlich mehr machen. So, das ist schon wieder fertig. Kann man ein bisschen hier Reifen und so wegmachen. Wobei ich weiß nicht, ob ich die Reifen nochmal brauche. Jetzt habe ich keins mehr. Lass uns kurz noch einen Schrott holen. Da ist ja noch viel drin. 20.000 oder so. Weiß allerdings nicht wo. Da, 10.000. Wie viel habe ich hier bitte schön davon? Na gut, dann lass uns ein paar Reifen verarbeiten. Bisschen Holz. Alles schon gemaxt. Schutt. Wir haben auf jeden Fall neue Orangensamen.
auch noch wichtig, die anzupflanzen. Quack, quack. So, lass mal die wegmachen. Oh. Na egal. Da waren nur 571 drin. Ich brauche mehr Ausdauer, eindeutig. So, die 1000 machen wir erstmal rein überall. Damit ich dann neuen Stuff sammeln kann, wenn ich unterwegs bin. Oh, die Reifen ja reinmachen. Ja, warum nicht? Let's go. Gucken, was da rauskommt. Nehme ich auch mit. Die Samen kommen ja erstmal wieder rein. Die ich gerade nicht brauche. Genauso wie die Felder, die brauche ich gerade nicht. Will ich auch gerade nicht haben. Hier habe ich hier viel Stuff, holy shit. Dann muss das alles da unten drin ist. Hier habe ich noch Orange sein, die will ich mitnehmen. Hier sind keine mehr, ne? Das ist nur Pfirsichbaum. Haben wir genügend. Okay, dann kurz eben die Samen anpflanzen. So, Bäumchen. Perfekt. Und ihr gewachst schön, ne? Schön. Das heißt, ich kann meine Rehen noch nicht weitermachen. Beziehungsweise ich kann sie noch nicht, die Quest nicht weitermachen. Muss also entsprechend einfach weiterlaufen und gucken, was passiert. Ich kann mich schon bewegen, obwohl es auch geladen hat. So, wie kriege ich das Ding gar nicht? Na, schade. Dieses wunderschöne, saubere Areal. Ach, ist das herrlich. So, die haben wir auch schon bekämpft, wunderbar. Das heißt, hier den gefährlichen Anfang haben wir schon geschafft. Jetzt heißt es wieder Schaden machen. Apropos Schaden machen, ich habe jetzt nicht geschaut, wann das nächste Upgrade... Oh, Hallöchen. Wann ich das nächste Upgrade kaufen kann. Wahrscheinlich brauche ich dafür Orangen, oder? So wie ich das kenne. So. Neue Samen, neue Felder. Es ist schon ganz gut, dass wir mehr Felder dafür kriegen. Ist schon... Macht das Landwirtschaften auf jeden Fall ein bisschen interessanter. Weil wir nicht selber anpflanzen... oder nicht selber unendlich anpflanzen können, sondern wirklich davon abhängig sind, dass wir diese Felder finden. Das hat schon was. Macht's auf jeden Fall ein bisschen spannender, weil du halt nicht, weil du wirklich begrenzt bist mit dem Landwirtschaften. Dum-dum. Da ist wieder ein Giftspucker. Oh, zwei Giftspucker. Da unten sind ziemlich viele. Sorry. Komm, in die Muten musste kämpfen. Oh, einen kann man saugen. Oh, Hallöchen. Dann geht's auch noch nach oben. Aber wichtiger wäre mir erstmal die zu killen. Oh. Ich habe auch kaum noch Leben, ne? Wobei, jetzt könnte ich mal dieses Hühnchen probieren, oder? Deswegen habe ich es eigentlich dabei. Aber hier ist gerade eine... Ne, hier sind überall Zäune. Ich habe mir extra dieses Rage-Hühnchen gemacht. Damit ich den ganzen Kack halt nicht alleine abbauen muss, ne? Damit das mein Hühnchen übernimmt, mein Rage-Hühnchen. Ich höre irgendwas krabbeln. Eklig. Am nächsten großen Areal. Können wir es probieren. Ich weiß gar nicht, was ich dafür noch gebraucht hatte. Das konnte ich nur einmal machen. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist ein Spucker, leider. Können wir erstmal den ganzen Müll aufsaugen. Ich befürchte immer, wenn ich sterbe, dann verliere ich irgendwas. Oder dass alles, was hier liegen bleibt, despawnt oder so. War bisher nicht so gewesen. Aber man weiß ja nie. Saug, saug, saug.
Alles einsaugen, noch mehr Holz. Ich würde gerne mal den Schrott hier unten hinpacken. Damit wir sehen, wie viel wir gerade davon haben, ne? Einfach so, just for fun. Immer ganz interessant, wie viel wir so kriegen. Die Häuser kommen alle nicht rein, alle kaputt. Alle noch nicht fertig. Ist auch noch was? Ist auch noch was? So, gucken wir mal kurz die Map an. Da geht's da hoch, ha? Huh? Mal gucken, was da ist. Hey, mitnehmen? Ja. Nee. Keine Karotten. Doch. Alles dabei. Alles dabei, was ich brauche. Was sind die Hirsche dann doch, diese kleinen Tapse machen? Auch wenn es total unlogisch ist, dass sich das so anhört. Aber Gegner sehe ich hier gerade nicht. 8000, 9000 Müll wieder. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen mal da oben hin. Habe ich Bock drauf. Viel spannender, wenn man wenig Leben hat. Come on! Wir haben wahnsinnig viel Essen dabei, ne? Die Paprika und Paprika erhalten wir erstmal. Was mal stacken, ne? Gucken wir mal, Paprika bleibt hier. Was wir noch so reinpacken können. Nix scheinbar. Wir haben noch andere. Andere Kisten mit Essen. Perfekt. So, was haben wir hier? Batterien. Wir brauchen auf jeden Fall davon eine neue Kiste, ne? Den ganzen Stuff hier, den ich noch dabei habe. Ja, ein bisschen Samen. Die werden wir eh gleich alle reinpacken wahrscheinlich. Oder verbasteln. Ach, Mendo. Warum backt das Spiel mit dem Kämpfen so? Okay, perfekt. Die sind alle gefüttert worden. Na gut, aber ich habe keinen Bock, die alle abzuernten. Bin ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen zu faul. Gut, was haben wir hier Schönes? Ist hier irgendwas fertig? Nee, ne? Nee. Es wächst alles, aber es dauert noch eine Weile. Dum, 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 dum. Ja, den hätte ich ganz gerne. Die hier beiden hier. Oh, das dauert noch ein bisschen, bis wir die haben. Oh Mann, ist das nervig. Ich glaube, die Orangen sind immer nicht fertig. Ne, wachsen gut. Tatsächlich, die Samen doch nicht weggepackt. Egal. Weiter geht's wieder dahinter. Muss leider wieder hinterlatschen. Vielleicht sollten wir uns noch was zu essen mitnehmen, was uns heilt, ne? Ich glaube, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Beim nächsten Sterben. Dieser Haufen stört mich. Weil den sehe ich immer direkt, wenn ich reinkomme. Nicht den ganzen Müllhaufen hier. Ah, Leute, das ist ja ärgerlich, ey.
Ist halt die Frage, wo wir zuerst hinlaufen. Wollen wir wieder da hochlaufen? Ich kann mir schon vorstellen, dass da unten ein begrenztes... Das ist auf jeden Fall ein begrenztes Areal, da geht's nicht weiter. Dann lass uns da hinlaufen. Dann kommen wir gleich mal, denke ich, auch... wo ich ihn gekillt habe. Dieses Hühnchen mal reinschmeißen. Weil ist das sinnvoll hier? Hier ist auch so wenig. Weiß ich nicht, was... Warum geht's hier weiter? Verdammt. Ja, lass uns probieren. Let's go. Ah, er macht alles kaputt. Perfekt. Mit rechter Maustaste können wir die... Okay, wir müssen uns dazwischen irgendwo stellen. Dass das dann hin und her bounced. Oh, hi, dankeschön. Weil es läuft schon sehr langsam. Aber hey, okay, wir kriegen 4 jedes Mal. Das ist natürlich praktisch, ne? Sehr praktisch. Oh, ich habe keine mehr. Cool. Oh, das nehme ich doch gerne mit. Dann werden wir davon noch welche machen. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht genau, was der gefehlt hatte. Oh, Hallöchen. Bruder, hast du etwas Hafer für mich? Ich bin am Verhungern. Nein, Bruder, ich habe bereits mit dem Verzehr meines Hafers begonnen. Ich selbst habe nur sehr wenig Hafer, Bruder. Also muss ich an deinem gütlich tun. Das bedauere ich sehr, Bruder. Aber du kannst nicht von meinem Hafer abhaben. Genug, ich lasse mich nicht länger von dir übernehmen. Ich war für dich da, als du noch ein Ferkel warst. Und das ist Dank dafür. Ich verrate dir ein Geheimnis, Bruder. Ich bin Mitglied einer Organisation namens die Bruderschaft des dunklen Hafers. Aber die Mitgliedschaft hat ihren Preis. Du darfst niemandem etwas über diese Organisation sagen. Nicht einmal deinen engsten Freunden. Bruder, ich werde von Sekunde zu Sekunde schwächer. Sag mir einfach, wie ich an den Hafer komme. Vielleicht kann ich etwas Hafer für diese komischen Schweine besorgen. Ich habe ein paar merkwürdige Schweine getroffen, die ganz komisch über Hafer geredet haben. Irgendwie hat das meine Neugier geweckt. Ich werde ihnen den Hafer bringen, um zu sehen, was dann passiert. So, das Problem ist, dass wenn ich das vergessen. Ja. Das heißt, zurück. Ein Hoch auf Schnellreise. Alter. Wenn es keine Schnellreise gäbe, dann wäre ich wahrscheinlich echt am Arsch. So, Hafer. Ich habe ein Problem, ne? Ich habe ein Riesenproblem. Doch, da ist Hafer. Bin ich doof? Ich hab doch Hafer dabei, ich Trottel. Was ist das Weizen? Aber ich hab mich echt ein bisschen dämlich, ne? Warum tue ich das? So eine verschwendete Zeit. Da hab ich jetzt hier nur noch mal anklicken müssen. Bitte sehr, kleines Schweinchen. Bruder, ich wollte es nicht so weit kommen lassen. Ich flehe dich um Hafer an. Ich habe keinen Hafer, Bruder. Mein ganzes Leben habe ich nicht um dich gekümmert, Bruder. Aber dieser Schmerz daran, der mir wird, dieser Schmerz, keinen Hafer zu haben, das trifft mich wirklich hart, Bruder. Oh nein, was habe ich nur getan? Ich werde diesen Hafer mit dir teilen, Bruder. Aber siehst du, werde ich dir verraten, wie ich ihn mir beschaffe. Ich frage einfach den Farmer. Und das war schon immer so leicht? Schau, Bruder, da draußen ist der Farmer und sammelt den Hafer ein. Gib den Schwein Hafer. Das Schwein ist überglücklich. Du siehst etwas in seiner Schnauze. Nimm das Geschenk des Schweins. Bruder, ich benötige Hafer. Schweinegemälde. Schweinegemälde. Es gibt nur 2, okay. Ich glaube, ich habe so schnell geklickt, dass ich 2 bekommen habe. Ernsthaft? Ich krieg nur ein fucking Dekoration. Wie wär's mit Orangen? Oh. Oh, Hallöchen. Warte, ich nehme mich doch gerne mit. Sofern ich da wieder rauskomme. Ja, was ist mit Deko? Sehe ich aus wie eine Wand? Na gut, lass uns saugen. Na, eine kleine Nebenquest mitgenommen. Ist doch schön. Eine kleine Sidequest. Wunderbar. Die Schweine wieder glücklich gemacht, wenn sie was brauchen. Kommt auf meine Farm. Offen für jedes Schwein. Egal ob dreckig oder nicht. Viel Platz bei mir auf der Farm. Wobei noch nicht. Erstmal muss ich die Schweinerdinger upgraden. Cool.
cool. Die Dinger waren auf jeden Fall sehr cool. Hat viel geholfen, muss ich sagen. Aber ich bin der Meinung, im Early Access hat das ein bisschen mehr... Wusch gemacht. Na, versteht ihr? Bisschen mehr Wusch. Geht's nicht hier lang? Ach so. Hat sich irgendwie mehr bewegt, finde ich. Gefühlt bleiben die jetzt stehen. Schon wieder eine Kiste da hinten. Diese ganzen Quest-Gegenstände gehen mir voll auf die Eier, ne? Oder die Quest-Gegenstände sind, behalte ich sie meistens im Inventar, weil sie können ja für eine Quest wichtig sein. Für eine andere Quest. Weißt du? Es wäre cool, wenn die Quest-Gegenstände, sobald die Quest erledigt wäre, für diese Quest-Gegenstände da wären, dass sie dann einfach gelöscht werden, die Items. Weil du brauchst sie ja dann nicht mehr. Außerdem brauchst du diese Quest-Items halt doch noch für die andere Quest. Kann halt auch sein. Eine Quest, die wir erst später kriegen. Da für die Quest-Items. Dann werden wir uns ein bisschen hier durchschlagen. Dann haben wir den oberen Teil geklärt. Und können dann unten weitermachen. So muss es sein. Okay, sieht doch schön aus. Könnte nicht schöner sein, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, Leute, wir machen eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bei No Place Like Home. Ciao, ciao.